Moinsen und weiter geht's mit Red Dead Redemption 2. So, wir sind jetzt hier an einem Banditenlager. Direkt, ziemlich groß, ihr seht, ne? Ich will die gerade nicht knarrig mitnehmen. Warte mal, ich werde mal die Schrotflinte auch mitnehmen. So, das nicht, das nicht. Das passt. Okay, und habt ihr in der letzten Folge nicht angefangen, weil ich denke mal, das wird ein bisschen länger dauern. Gucken jetzt mal hier. Wie sehe ich denn? Ich sehe eins. Steck die Waffe wieder weg. Verstanden? Oh, er sieht mich. Okay. Zwei. Drei, vier. Fünf. Das ist wirklich sehr weitläufig. Ich denke einfach mal. Frontalattacke Attacke. Alter, mal mit der Knarre ist gar kein Problem, aber wir brauchen mal hier ein bisschen Stamina. Hat der mir jetzt gerade einen Blick geschossen? So geht das aber nicht hier. Damit. Ah, oh, fuck. Medic nehmen hier. Karl können wir vielleicht mehr sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Einer links, einer da und drei noch im Gebäude. Das ist nicht mehr sein. Zwei noch, einer noch. Zwei nur noch. Wo seid ihr überhaupt? Ja, ich versteckt. Zeigt euch. Ist der letzte.
Warte, 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 warte. Oh, das war's schon. Mhm. Dann nehmen wir sie mal aus. Normale Muni. Müssen wir hier was machen. Wir sind ja komplett. Warte mal, wir nehmen den. Nee, der ist mir so schade. Bringt das was? Nee, nicht wirklich. Du kannst mal hier. Mampf, Mampf, Mampf. So. Da. Da. Oh fuck. Was ist das? Kopfgeldjäger. Dein scheiß Ernst jetzt. Gleich mal abhauen. Alter, ich habe aber direkt vom Hocker geholt. Schön hier. Kann man dich irgendwie anbinden? Nee, kann man nicht. Dann gehen wir dich noch schnell looten. Vielleicht ein bisschen Geld mit. Silberring, auch nicht schlecht. Doppelläufige will ich nicht. Warte mal. Halt, stopp. Nee, 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 nee. Bevor die wieder alle weg sind. Scheiß auf die drei Typen da noch. Hier haben wir vier mehr. So, da drin ist gar nichts. Gibt dich zu einem Büchsenmacher, um dir ein Patronen- und Waffengürtel zu kaufen, damit mehr Munition. Ah, okay. Hm. Meins, 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 meins. Jetzt können wir uns erstmal schön voll üben hier. Na, jetzt. Ich finde es ein bisschen leicht jetzt so mit der Sniper. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Hat noch vielleicht was schwerer kommt. Da oben hat einer gehockt, das weiß ich auch noch. Was ist er denn? Warum liegt er nicht? Hä? Nicht da unten? Ach, da unten liegt er. Guckt an, da. Ah, jetzt kommen die ran zum Looten. So, da gehe ich als letztes rein. Dann hätten wir hier noch einen rumliegen. Die müssten ja eigentlich irgendwo einen kleinen Schatz haben oder sowas, oder wie sehe ich das? Klo. Da gibt es Munition. Thank you.
Und Tabak. Warte mal, wie war das mit dem Verstecken? Da komme ich noch nie rein. Was ist denn das für ein Kack? Komme ich da jetzt rein? Aha. Hier ist gar nichts. Brötchen können wir mitnehmen. Schrank durchwühlen. Dosenobst. Das finde ich halt so geil an dem Spiel, ne? Man kann halt wirklich fast überall rein und alles durchwühlen, also schon nice. Kamin ist an, da werden sie wohl nichts verstecken, oder? Gucken trotzdem mal. Dann gleich nach. Munition. Schublade. Nichts. Auch nichts. Halt, Zigarettenbild. Das nächste, wunderbar. Wir haben einen Sattel. Hat zwei erst gefunden? Kann ja nicht sein. Haben wir schon viel mehr gefunden, oder was? Unter dem Bild ist nichts. Wie sieht's aus? Ne? Könnte ich mal aufräumen hier, Alter? Ist ja widerlich. Schwarzgebrannter. Hier haben wir nochmal Munition. Normal. Halt, Rohrmunition können wir mitnehmen. Da können wir diesmal nichts machen. Gewehr. Starke Schlangenöl. Da ist nichts wieder. Gehen wir mal nach oben gucken. Oh, da oben ist noch was. So, die Tee und Zigaretten bloß. Komm schon, wo habt ihr euren Schatz? Wo ist eure Knete? Schatulle. Aha. Geld. $50. $100. Gin. Da, Zigarettenbild nochmal. Schlafen setzen. Ich will da nicht drin schlafen, du. Ganz ehrlich. Kann ich da nicht rausspringen? Na komm, da muss doch möglich sein, oder was? Nö. Oh, ich sehe gerade mein Leben. Ist ganz schön am Arsch. Tja, ist die Frage, wartet jetzt? Können wir auch hier durch das Fenster da springen? Ja. So, ich gehe auch nochmal hier rein. Flintenmunition.
voll. Da unten Licht wird? Nee. Plündern. Gehen wir mal hoch. Nein, 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 das ist so. Truhe nicht suchen. Nüscht. Getroffen. Getroffen. Okay. Können wir alles nicht nehmen, aber hier, wir können den hier noch plündern. Das haben wir über 1000 Dollar. Das ist über eine Gürtelschnalle. Also das war es jetzt sowas. 100 Dollar haben wir so gesehen gekriegt. Ja. Der Aufwand. Ja, ne, ich sag mal, passt schon. Kommt schon wieder welche. Da kommt ein Jetze. Nochmal Kopfgeldjäger. Okay. Stecken die sich da jetzt oder was? Der wird schwer nochmal erkannt zu werden. Tja, selber schuld, selber schuld. Kohlgrabe. Toll, ein paar Finger sind mitgenommen. Nochmal silberner Ring. Eine silberne Uhr. Okay, reicht. Jetzt haben wir genug hier. Ich möchte jetzt, was ist das? Warte mal. Jetzt ist er da plötzlich. Alter, ey. Das geht mir aber auch langsam echt auf den Sack mit diesen Missionen. Warum? So, wo ist mein Pferdchen? Da kommt mein Pferdchen. Komm. So, dann gehen wir jetzt dahin, machen die Mission eigentlich.
Was, was, was? Wow, wow, wow. You ain't looking for gold, partner. I ain't seen gold. So much as a fleck round here. Well, good luck to you. Wie kann man Gold finden? All right, here we go. Here we go. Oh, ich will auch. Come on, let the wolf see the rabbit. Hey, give me some goddamn space here, will you? Ist ja gut. Just curious is all. No need to get rattled. Wie geht denn das? Den Goldschuppen hier. Well, sure looks like another pile of shit crumbs, don't it? Let's give it some of the magic touch. Come on. Ich finde es erstmal krass, dass, dass hier die ganzen Tiere um uns rum keuchen und fleuchen. I'll take a cigarette butt at this point. Na gut, okay, komm. Das dauert mir hier zu lange. I'm being nice to you, so be nice to me. Ich bin ja nett zu dir. Alter Spinner. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo-hee, I got some gold. Look at this, baby. Er hat Gold gefunden jetzt? Ernsthaft? Get away from me, you damn... Warum müssen die eigentlich immer alle gleich... I'm going to kill you, son. Junge. Er ist aggressiv, ey. Oh, Jiminy Cocksuckers. Ich war doch lediglich neugierig, Alter. Mehr nicht, Alter. So was. Ja, wie macht man das hier? Ich will auch Gold. Was, was, dann mache ich anders. Plünder jetzt einfach, da werde ich ja wohl einen Goldnugget bekommen. Kleine Schmuckbeutel. Haha, ich hab's. Goldnugget. Ja, hast du Pech. So, jetzt schneiden wir dich los. Oh, mein Pferd ist wieder nicht da. Dankeschön für das Gold. Ah, war auch schon gemein gerade, ne? Naja, scheiß drauf. Ah, dahin. So, dann mal gucken. Hallo. Oh, hallo. Das sieht wieder erschreckend, erschreckend, ja. Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves? Now you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Okay. Now you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolf. Aber ich warte nur mit Knarre. Had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually, they are not great fans of man. Da, don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Look
Looks like we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Put the weapon down, please. They've given no cause. Come on. Come on. Good boys. Hungry boys. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. Yeah, sort of is. Magnificent creatures. Especially when clawing at your eyeballs. Come on. Stay still, my beauties. I don't. Oh, Scheiße. Jetzt schießt er dein scheiß Foto. Oh my. They don't seem to be fans of modern technology. On the other hand, looks like they may be fans of you. Oh, fuck. They ain't so very friendly. Please, no. Oh, fuck. Don't help me. Don't help me. They're minding their own business, too. Until you strung that bait up. Do something, Mr. Morgan. Help. I hope you got what you came for. Hey, back. Stay back. Alter. Hey, is that all of them? We might have kept the wolves from the door. Futile existence flashed before my eyes. Der ist doch nicht ganz sauber, Alter. Yeah, can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Aha. Ja, Wahnsinn, Alter. Checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. First I was scared of the wolves, and now it's hydrophobia. I've got hydrophobia phobia. So, you think that photograph will come out? I can't say with certainty, but I'm hopeful, sir. I'm due some good luck, no? Carry on like this, I'm not sure you are. I'll be some time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Gibt's ja gar nicht. So, dann nehmen wir halt die Wölfe auseinander. Was geht denen oder was an? Das sind vielleicht nicht die besten jetzt. Aber egal, nehmen wir mit. Wolfsfell schlecht. Nein, du solltest doch. Ach, Gottchen, ey. Bärenfell, Wolfsfell aufheben. Verstauen. So. Und zur Next Piece. Halt, nein. Kochen? What? Das gibt's ja gar nicht. Ja gut. Lass uns immer mampfen hier und schmecken. Komm, das werden ein bisschen aufheilen hier. Ein ganzer Wolf, naja. Junge. Fleisch bringt der Wolf. So, ich glaube, es reicht jetzt aber. Weggehen.
Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich wollte doch eigentlich noch die Wölfe. Ach, das ist doch alles ein Humbug hier, du. Ah, wo muss ich lang? Ein bisschen nach links. Und dann da hoch. Mein Hut übrigens, genau. Wo ist mein Hut? Wo ist mein Hut? Hä? Welche Bilder in der Umgebung zu schießen? Ja, mein Hut ist nicht da. Wunderbar. Naja, wenigstens ein Wolf noch da. Mann, 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 hier geht aber einiges schief da. Wie war es mit den Fotos? Könnten wir nicht irgendwie Fotos machen und dann zu den Typen irgendwie schicken? Kriegen wir dafür nicht Geld oder war mir da nur so? Warte mal, wir können ja mal. So. Gibt es hier irgendwo ein Tier? Zoomen, Fokussperre aktivieren. Fotografieren, Fotos ansehen. Ja, weiß ich. Komm, wir machen von Jacko ein Foto. Kann ich mal rennen, wenn ich das hier andere. Oh Gott. So. Oh, ey. Ich kann mich nicht drehen. Ist ja fürchterlich. So. Bleib stehen. Komische Rüchel. Du kannst deine Fotos ansehen, sortieren, teilen, indem du Pause. Ach, das. Scheiße, da drauf, Alter. Das Social Club Kacke da. Selbstporträt. So, jetzt haben wir uns aber selbst fotografiert. Jetzt würde ich ganz gerne. Ist es weggelegt? Ja, okay. Aber wie kriege ich jetzt meinen Hut wieder hier? Aha, so. Unser Pferd könnten wir auch mal wieder eine Runde putzen hier. Gut. Interessiert eigentlich, glaube ich, gar keinen hier. Was ist das? Lagerplatz? Achso, mein Lagerplatz, ja. Wie ich hier Fotos schieße, das ist ja auch echt interessant. So, wir werden jetzt als nächstes. Oh, die Tasten, Alter, dass ich damit immer nicht klarkomme. Das ist ja fürchterlich. So. Als nächstes, in der nächsten Folge, werden wir uns dann endlich mal zum Kopfgeldjagen hinreißen lassen. Ja, dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und sorry für, ja, zum Schluss das Langweilige mit dem Foto. Ich dachte eventuell, man kann ein bisschen Geld damit machen. Ne? Ein schönes Foto von einem Tier und dann zu dem schicken und er bezahlt uns. Was fällt denn darum? Ist doch auch ein Wolf, glaube ich, ne? Ja. Gut, na dann reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.